So, und damit herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Format auf diesem Channel hier. Wir spielen ETS, beziehungsweise wir testen ETS. Wir werden mehrere Standalone-Maps testen. Es gibt im Moment leider nicht allzu viele. Ich habe im Moment 2 oder 3 auf dem Schirm, unter anderem auch jetzt Heilbronn, die wir jetzt testen. Dann werden wir irgendwann ETS in der 3., 4. Folge, wird es glaube ich sein, zurückpatchen auf eine Version, die ich noch nicht weiß, weil ich würde ganz gerne die Harsh Russian testen. Oder Russia. Die gibt es leider noch nicht in der aktuellen Version 1.32. Das heißt, wir gehen auf die 1.28, 1.27 zurück. Ich weiß es im Moment noch nicht so genau. Folgen werden nicht regelmäßig kommen. Zumindest nicht so lange, wie es keine neuen Standalone-Maps gibt. Vielleicht testen wir auch ein bisschen auf der normalen halt. Ich habe mir hier auch ordnungsgemäß sofort einen Kaffee hingestellt, falls ich mal einen Moment ruhig bin dann. In diesem Sinne. So, wir testen erstmal Heilbronn, dann gucken wir, wie es weitergeht. Wir werden uns im Endeffekt, ja klar, wir werden uns im Endeffekt, eventuell hatte ich schon gesagt, ich bin gerade etwas, ich bin noch nicht lange wach, werden wir uns eine Map raussuchen, die wir regelmäßig befahren. Ich weiß es noch nicht. Aber wir beginnen jetzt erstmal, wir legen jetzt erstmal das Hauptaugenmerk auf Heilbronn. Und in hier gucken wir uns. Die Map ist, ich meine, im Maßstab 1:1. Ich meine, die ist sogar 1:1. Wir haben einige Mods drin, da werde ich nach und nach drauf eingehen. Wir können das aber auch mal anders machen, indem ich jetzt das hier zumache. Wir uns mal eben in die Profile mogeln. Und uns dort mal eben, wir haben hier Heilbronn Level 1. Ich bin schon ein Stück gefahren, um zu testen, dass auch die Maps, die Mods funktionieren. Wir gehen mal in den Mod Managa. Wie wir sehen, wir haben hier einiges drin. Das ist die Map, das ist ein Megapack. Falls wir uns, wie die jetzt da reinkommen, weiß ich nicht. Wir können auch hier die Symbole einsetzen. Das erkläre ich gleich. Aktuelle Tag und Advanced Physics. Halt so Kleinigkeiten, die man braucht. Auch hier den Root Advisor, den erkläre ich gleich. Oh, den Root Advisor, den erkläre ich gleich auch. SISL Megapack bewirkt eigentlich nur, dass wir im LKW mehr Einbauteile haben. Kommen wir auch nochmal später zu. Kann ich in der Mod bzw. auf der Map zeigen, die ich aktuell so nebenher fahre. Das heißt, schon eine längere Zeit fahre. Da kann man das auch näher demonstrieren, weil da haben wir auch ein bisschen mehr Geld zur Verfügung. Gut, viel Realistic Lights hier drin, wie man sieht. Building Lights, aktuelle Tag- und Nachtlänge. Dann fehlt mir hier gerade eine. Auch hier original Tankstellen. Aber jetzt fehlt mir hier eine Map. Was ist das hier oben? Wieso haben wir hier den MP3 drin? Ich habe keine Ahnung, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich weiß nicht, wie der jetzt da reingeflutscht ist. Habe ich mich vielleicht mal verklickt. Google Maps, ja, könnte man auch nehmen, finde ich jetzt aber nicht so viel. Dann haben wir werden auch mal, wo ich es gerade sehe, dreifach Money und 100 mal XP, werden wir eventuell nehmen, falls wir nur eine Map testen wollen, wo wir auch im Vorfeld schon wissen, dass wir sie nur testen. Und dann können wir auch mal dann zur Jahreszeit passend Winterpack nehmen. Engine muss nicht unbedingt sein. Dashboard Lights sehen auch schon recht cool aus. Ist glaube ich für jeden. Könnte man jetzt testen, das habe ich gesucht, die City Lightning. Oder haben wir die, ach, Building Lights, City Lightning, genau, das habe ich gesucht. Man könnte jetzt so viel hier reinsetzen wie den Can Opener. Bewirkt eigentlich nur, dass die Tore automatisch aufgehen oder dass jedes Gebäude dann Tore hat, das sich dann automatisch öffnet, wenn man davor steht. Sieht ultra cool aus, wird auf Dauer aber ultra nervig. Dann haben wir halt noch Leute, die rumstehen. Funktioniert aber auch leider nicht immer richtig. Solche Klamotten, solche Sachen werden wir testen. Oder hier auch mal so Extralasten dranhängen. Wir haben natürlich auch noch ein paar, ich glaube, 1 oder 2 Schwerlast-DLCs. Eins davon werden wir auch noch antesten. Das sind dann die richtigen Schwerlastentransporten, wo man auch vor sich noch ein Begleitfahrzeug hat, also vor sich und hinter sich. Ist eigentlich sehr interessant und auch relativ schwierig zu fahren. Ich gucke gerade noch, ob wir hier was vergessen haben. Man kann den Traffic einstellen, wie man möchte. Dafür gibt es mehrere Mods, genauso diese Grafikmods. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt eine hier drin habe. Ich habe eine sehr gute, aber ich weiß nicht, wo sie ist. Jetzt hätten wir hier noch Satellitenmap.
Wir hätten noch, ja, hier Lackierungen, die funktionieren leider auch nicht alle. Trailer Pack, also drei Trailer Packs alleine schon, da das mega. Wir können mal die kolorierte Map ausprobieren. Ich hoffe, ich habe jetzt keine andere hier drin. Vor allen Dingen, wir quatschen mehr hier über die Mods, als wir gerade fahren. Ich denke mal, das reicht auch. Wir gehen, da ist die Maju Map, die werden wir auch noch testen. Heilbronn testen wir jetzt. Amazonas Map werden wir auch noch testen. Habe ich bis jetzt leider noch nicht zum Laufen bekommen. Ich weiß nicht warum. Muss ich mich auch noch mit auseinandersetzen? Hier Google Map Navigator. Ja, nein. Dann haben wir hier noch eine Map. Complete Map. Ich weiß nicht, was das sein soll. Werden wir auch noch testen. Das sind alles Standalone Maps. Dann können wir hier noch extra Schwerlasten mit einbauen. Ich glaube, warte mal, das machen wir auch. Jetzt muss ich was finden hier. Und zwar Traffic, Englisch, Russisch, Traffic, Englisch. Ich glaube, wir müssen die zuerst und dann die. Die brauchen wir nicht, weil das ist nur die Sprache dann. Romania Map, also Rumänien werden wir auch testen. Ah, genau, das habe ich gesucht. Und den, das ist die Base, die stecken wir natürlich nach unten so rum. Ich hoffe, das geht jetzt auch. Wenn nicht, schießt sich das Ding gleich ab. Wir haben eine Herbstmod. Also wir haben hier ganz, ganz viel, was wir testen können eigentlich. Da ist die Harsh Russian. Soll für die 1.32 sein. Habe ich vorhin probiert, funktioniert aber nicht. So, wir machen mal Änderung bestätigen. Und wir starten in Heilbronn. Ich hole mir nochmal eben einen Kaffee hier rüber. Jetzt muss man dazu, okay, wir haben was rausgenommen. Das heißt, er zeigt mir jetzt einen Fehler an. Er zeigt mir auch den Fehler an. Wir haben das Head-Up-Display rausgenommen. Hat noch nicht einmal funktioniert, deshalb weiß ich nicht, für was es gut sein soll. Vielleicht gibt es ja welche da draußen, bei denen es funktioniert hat. Da steht übrigens 1 zu 1. Bei denen es funktioniert hat. Und da bitte ich doch mal drum, eine kleine Erklärung nach Möglichkeit in die Kommentare zu schreiben, weil ich raff es einfach nicht, wie das Ding funktionieren soll. Oder ob es eventuell nicht bei jedem geht. So, in diesem Sinne haben wir jetzt fast 8 Minuten gequatscht. Und wir suchen uns erstmal einen Auftrag in. Oh, sieht natürlich recht cool aus jetzt, rot. Gucken wir mal durch. Wir nehmen keinen besonders weiten, aber 313 Meter sollte schon ein bisschen weiter sein. Wir gucken mal hier durch. Ich glaube, je weiter wir nach hinten gehen, desto weiter wird. Nö, gar nicht. Ach ja, so, ich hätte gerne eine etwas so 2, 3 Kilometer Fahrt hätte ich gerne. 16 Kilometer ist mir schon zu weit, muss ich gestehen. Also bei einer 1 zu 1 Map für nur um sie mal anzugucken. Warum kommen jetzt die ganz weiten Fahrten? Oder, ja, 5 Kilometer können wir nehmen. Wir haben hier einen Scania 650 PS, Highproof. Ich hätte auch gerne einen Scania, aber ich hätte. Warte mal, wir können hier auch einstellen, Scania nur. Und der fährt natürlich 5 Kilometer. Das ist Highproof. Ich suche die neuen gerade. Haben wir einen von den neuen hier drin? Das wäre schon mal schön. Ich glaube, das ist einer. Scania Normalproof 370 PS. Da haben wir ihn. Düngemittel 14 Kilometer. Und wo geht der hin? Der hat Dachziegel. Was ist das für einer? Highproof 12 Gänge. Pass auf, wir gehen mal eins zurück hier. Ist mir jetzt egal, weil es geht mir darum, dass wir einen Scania mit Navi erwischen nach Möglichkeit. Es ist genauso, weil ich bräuchte ja nur. Ne, warte mal, gar nicht. 14 Kilometer. Hier steht ab. Ach, läuft in 2 Minuten ab. So, dann gucken wir hier. 5 Kilometer. Der hat 5 Kilometer. Das ist der Highproof. Ich würde sagen, wir nehmen den auch. Ich mache das gerne mit einem Doppelklick. Man kann auch unten einen Auftrag annehmen. Wollte ich noch ganz kurz erwähnt haben. Dann erwähne ich auch gleich dazu, wir fahren nicht unbedingt immer vorschriftsgemäß. Ups. Und er hat ein Navi an Bord. Das heißt, wir sehen jetzt hier unten im Bild das Navi, was da eingestellt ist. Das nehmen wir jetzt raus. So, wir behalten nur die Schrift unten, wo wir dann halt Müdigkeit, Tankanzeige und solche Sachen sehen. Wir fahren übrigens mit realistischer Kupplung, also mit realistischer Kupplung, mit realistischer Automatikschaltung.
Ich würde gerne manuell schalten. Leider habe ich nur das Logitech Driving Force GT Pro oder Driving Force Pro, wie auch immer. Und ich habe was vergessen. Wir müssen noch mal ganz kurz, sorry. Es geht gleich los. Wir müssen ganz kurz mal ins Gameplay. Und müssen die... Nee, Quark. Oder? Ich weiß gar nicht, wo das jetzt ist. Also ich habe hier Parken für Geübte. Das kann man im Vorfeld auswählen. Wir machen jetzt aber mal Stellplatz zufällig. Ich weiß nicht, ob das schwieriger oder leichter ist. Zeitzonen deaktiviert. Ja, wir fahren in Europa. Ich denke mal, die stimmen einigermaßen überein. Kann ich natürlich auch Aufliegerstabilität machen wir mal. Der bubbelt mir zu stark. Den machen wir mal auf die Hälfte. Automatische Zündung und Motorstart. Das wollte ich raus haben. Genau, das ist nämlich so ein bisschen nervig. Ich habe es auf dem Lenkrad eingestellt. Und wenn du dann Gas gibst, dann springt das Ding an. Und wenn du jetzt Gas gibst, passiert gar nichts. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal den Motor starten. Und ich fasse es nicht, wir fahren los. Schwierigkeit meistens hier ist mit angezogener Handbremse zu fahren. Ich hoffe, warte mal, das klappert mir zu stark. Normal macht Spaß. Jetzt müssen wir auf die Controller-Einstellung. Und zwar müssen wir das Force-Feedback ausschalten, weil es macht Spaß, aber in der Aufnahme, es klappert einfach nur. Klappert mir einfach zu sehr und ich hoffe jetzt schon, dass man das Lenkrad nicht hören wird, weil der Motor bei dem Driving Force GT ist recht laut. Lenkung ist auch noch nicht optimal eingestellt, aber wir fahren jetzt einfach mal. Ich habe mir am Anfang auch überlegt, warum sollte man aus einem Euro Truck ein Let's Play machen. Das stelle ich mir recht schwierig vor. Weil man muss ja auch dazu dementsprechend immer wieder Gesprächsthemen haben, weil man kann ja nur quatschen dabei. Ich kann ja jetzt nicht jedes Mal erzählen, so, wir biegen jetzt hier links in die leichte Kurve. Hier an der Straße biegen wir dann links ab. Das kannst du ja nicht bringen. Das, ups. Oh, wir haben aber ganz schön Gewicht hinten dran. Das hat man jetzt bemerkt. Das kannst du nicht bringen. So, in diesem Sinne, da ist die Straße etwas erhöht. Also nicht ganz perfekt zusammen, aber... Das sind so Kleinigkeiten, da achtet man eigentlich nicht so drauf. Ist natürlich ärgerlich, wenn es direkt in einer Straße ist. Wenn du runterhüppelst, das ist nicht ganz so wild, holst dir ein bisschen Schaden. Wenn du allerdings hochfahren sollst, ja gut, das wird nicht funktionieren. Dann musst du dich ein Stück nach vorne teleportieren. So, der Verkehr, der jetzt hier herrscht, den hätten wir eigentlich nicht. Also nicht in dem Ausmaß. Das kommt jetzt durch diese Traffic, Dings-Mod. Ich würde das Ganze gerne mal im VR spielen, wenn man einfach nur den Kopf bewegen muss, weil das ist zu ruckartig. Ich könnte es auch mit der Maus machen. Aber ich muss gestehen, das ist auf Dauer etwas nervig. Ich merke auch gerade, wir blinken gar nicht. So, pass mal auf, das dauert mir jetzt zu lange hier. Die fahren nicht. Das heißt, wir schmuggeln uns jetzt einfach mal hier durch. Ich hätte hier... Wir könnten jetzt mal auf die Zeit achten. Wir sind bei Minute 13. Wo wir ankommen, wo wir sind, wenn wir ankommen. Wir brauchen laut dem Route Advisor noch 9 Minuten. Das heißt, wir wären bei Minute 22 circa da. So, wir können jetzt auch mal einen Tempomaten einschalten. Den hole ich mir jetzt erstmal hier rein. Das sieht sogar recht gut aus. Hier auf dem Land werden wir natürlich nicht viel Details entdecken, die man da reingesetzt hat oder wie liebevoll diese Karte kreiert ist. Das werden wir erst sehen, wenn wir durch Städte kommen. Aber ich kann dazu schon sagen, ich war auf diesen kleinen Touren und in Städten und es sah wahnsinnig geil aus. Es war einfach umwerfend gemacht. Es war so, ja, so liebevoll kreiert eigentlich. Aber man muss es gesehen haben. Es war wirklich man hat an viele, viele Details gedacht. Können hier gleich 70 fahren. Ich schraube mal das nach oben. War ein bisschen zu schnell. Entschuldigung. Jetzt hat er mir 70 angezeigt. Der Route Advisor zeigt mir 60. Das heißt, wir gehen so auf ein Mittelmaß von... Da hinten kommt ein kleines Dorf, glaube ich. Oder? Nee, das ist eine Stadt. Ich sehe es nicht. Also über eins können wir auf jeden Fall hier nicht meckern. Wir haben ausreichend Verkehr. Warum das Ding jetzt so hoch geht, weiß ich nicht. Wir haben automatische Motorbremse, wir haben den automatischen Retarder und wir haben eine Toleranz von 0 km/h eingestellt. Kann ich nicht ganz nachvollziehen gerade. Gut, einer ist drüber, 65 passt. Wir bremsen schon mal auf 55 runter. Könnte jetzt eigentlich auch 60 fahren, aber ich weiß nicht wie. Da siehst du schon mal,
hier, warte mal, ich mach mal das, was man eigentlich nicht macht. Wir bremsen mal hier und alleine schon hier mit der Umweltzone. Kurios, oh, kurios, wir rollen zurück. Kurios finde ich jetzt allerdings, dass Rot, Gelb und Grün frei sind. Ich meine, wir sind mittlerweile auf dem Standpunkt angekommen, dass eigentlich innerorts ohne Umweltzone ist, nur noch Grün zugelassen ist. Kann mich da jetzt aber auch vertun. Da haben wir eine Baustelle. Wie gesagt, sehr, sehr detailreich, sehr realistisch auch vor allen Dingen, finde ich. Jetzt gucken wir erstmal nach da. Gucken wir, wo der hinfährt. Der blinkt, das heißt, wir fahren jetzt hier raus. Gut, ich muss auch eigentlich blinken. Ich finde gerade den Blinker nicht. Gut. Und auch hier mit den mit den parkenden Autos. Es ist einfach nur genial. Weil das sind Dinge, die mir auf der Hauptmap, also auf der eigentlichen ETS-Map fehlen. Vor allen Dingen, dass es auch in der Menge ist. Weil ich weiß jetzt nicht, ich habe die 1.32 schon ein bisschen länger nicht mehr gespielt, ob es sich geändert hat, aber die waren einfach nur leer. Da ist nichts. Das ist das, was ich so ein bisschen traurig finde eigentlich. Man könnte da viel, viel mehr draus machen. Aber ich denke auch, der Aufwand ist immens. Aber wenn ich das sehe... Wenn ich das sehe, warum werde ich hier geblitzt? War hier 30? Oder hier sowas zum Beispiel. Da ist 30, Alter. Gut, Entschuldigung. Solche Kleinigkeiten hier ist jetzt nichts Besonderes, aber es macht schon was her. Es gibt einem schon ein ganz anderes Gefühl. So, wir schalten mal auf 30. Die sind ja wirklich sehr pingelig. Hier war gerade mal 20 drüber. Auch Ampeln außer Betrieb zu setzen. Also, ich finde es cool. Ich finde, es kommt der Realität ziemlich nahe. So, wir können hier 50 fahren. Jetzt fahren wir 55 und gucken, was passiert, wenn ein Blitzer in der Nähe ist. Ich würde hier gerne viel, viel mehr zeigen. Aber wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf das, was man so aus dem Augenwinkel sieht. Weil ich glaube kaum, dass es jemanden gibt, den... Oder sowas zum Beispiel. Die KI, die dann einfach mal hier an so einer Verkehrsinsel überholt. Ist schon Hammer. So, jetzt achten wir mal auf Kleinigkeiten. Wir haben da links, habe ich gerade aus dem Augenwinkel schon gesehen, ein Lidl. Da siehst du links. Warte mal, ich guck mal, wenn wir gerade fahren. So, siehst du, da hast du einen Lidl. Also schon sehr cool gemacht hier. Die Tankstelle kenne ich nicht. Ich habe jetzt auch nicht auf die Preise geachtet. Hätte ich vielleicht mal machen sollen. Oder doch wirklich mal ein bisschen bremsen, wenn man was sieht. So, wir sind jetzt bei Minute 17 und wir haben noch eine Fahrt von 4 Minuten. Könnte tatsächlich Echtzeit sein. Ich meine, es ist auch Echtzeit. Und das sind so Dinge, die machen mir halt Spaß. Also wenn du auf der Originalmap fährst und hast dann mal eben, keine Ahnung, 1000 Kilometer Fahrt, die du so runterbügelst, weiß ich nicht, 100 Kilometer in 5 Minuten, ja... Ich lasse es mal als Geschmackssache stehen. Ich habe auch sehr viel Zeit dazu. Das macht Spaß. Aber es ist halt ja nicht so das, was man spielen will. Ich weiß nicht, die wenigsten möchten 1:1 haben. Wir gucken mal, ob wir noch mehrere von diesen Dingern finden. So, wir biegen jetzt erstmal hier ein. Jetzt habe ich es auch gemacht. Echt, ich habe es jetzt echt kommentiert, dass wir da abbiegen. Ist schon krass. Auch hier, guckt euch das an. Das ist der... Es ist nicht viel. Es sind einfach nur Bäume, die hier stehen. Aber es ist cool. Auch mit dem Kran da hinten. Uah, mit den parkenden Autos, die hier natürlich völlig kacke stehen. Aber das muss sein. So, es gibt jetzt noch, fällt mir gerade ein, dafür müssen wir zurückpatchen. Eine 1:1 Map, die ist leider sehr klein, ist die Schwarzwald Map. Die wird auch seit einigen Versionen nicht mehr geupdatet. Die gucken wir uns auch noch an. Da war nämlich das mit den parkenden Autos und dem Verkehr, das war richtig cool. Da kommen wir aber dann zu einem viel späteren Zeitpunkt drauf. Auch hier, ich denke, wir müssen warten, weil der Platz sieht jetzt nicht gerade passend aus. Wie gesagt, detailreich ist diese Map. Macht auch Spaß zu fahren. Ich glaube, wir hängen gleich noch eine dran. Vielleicht mal mit einem Mercedes fahren oder so. Vielleicht sollte ich auch einfach mal die Klappe halten, dass ihr euch auf die Details hier selber konzentrieren könnt. Ich bremse mal eben hier. Jetzt guckst du hier. Der parkt fast direkt in der Kurve oder hier. Da ist die Einfahrt auch neben dem parkenden LKW. Also es ist schon cool auch, boah, der Motor.
Also es ist schon cool gemacht, auf jeden Fall. Wie gesagt, sehr detailreich. Habe ich, glaube ich, jetzt schon 10 Milliarden Mal erwähnt. Wir sind fast am Ziel. 0 Kilometer, heißt, wir sind unter einem Kilometer. Und in einer Minute sind wir da. Und wir haben eine Fahrzeit von 20 Minuten. Weil wir sind jetzt bei 20 Minuten. Bei 13 sind 7 Minuten. Ich glaube, 8 hat er angegeben. Ja, kommt hin. Wir fahren tatsächlich auf einer Skala 1:1. Ich guck mal hier noch rüber. Wie gesagt, wahnsinnig cool. Jetzt müssen wir natürlich warten. Er speichert dann auch gerade mal. Was hier nicht immer passt, ist mir aufgefallen bei den Probefahrten, ist das Navi. Weil der uns teilweise Hofeinfahrten, doch, da ist sie richtig, ich sehe sie, Hofeinfahrten gar nicht richtig zeigt. Bei der ersten Probefahrt hat er mich eine Straße quasi drunter geschickt, wo ich nichts hatte. Einfach nur Zäune. So, und wir gucken jetzt mal, wo er die Ware hinhaben will. Ich warne gleich vorweg, einparken ist nicht gerade meine Stärke. Aber ich glaube, hier ist das ziemlich simpel. So, was wir jetzt hier haben, ich bremse noch mal kurz runter, sind diese Pylonen. Normalerweise hätten wir jetzt hier so ein weißes Quadrat, wie auch immer. Das so ein Quadrat halt oder so eine Markierung, die weiß am Blinken ist. Und das gefällt mir einfach nicht. Deshalb nehmen wir jetzt hier die Pylonen und schauen, dass wir den da reinkriegen, möglichst schnell. Weil gut, das gibt jetzt 40 Erfahrung. Ist jetzt nicht die Welt. Ja, der ist ultra laut. Ich muss mal ein bisschen leiser machen. So. Ich hoffe, man hört mich jetzt noch gegen den Krach. Wir lenken jetzt einfach mal hier rein. Oder scheint beim ersten Mal zu funktionieren. Aber jetzt ist die Frage, wie genau sind diese Pylonen? Die Markierung lässt dir da ein bisschen Spielraum. Ich hoffe, man hört mich. So, normal müsste jetzt gleich... Ja, wir haben es geschafft. Komm. So, dann wollen wir mal gucken, was wir für... Ja, boah. Entschuldigung, wenn ich jetzt zu laut gesprochen habe. Das Spiel ist wirklich unheimlich laut gerade. So, wir gehen auf Level 2 zu. Level 2, also Level heißt einfach nur, dass wir uns, für die, die es nicht kennen, hier Fähigkeiten freischalten. Wir haben sogar schon eine bekommen, hochwertige Fracht. Und für jedes Level kannst du dir hier ein Feld mehr freischalten. Hier zum Beispiel, jede Fracht ist wertvoll, aber in einigen Ländern sind aber einige Ladungen sind wertvoller als andere. Nur bewährte Experten, denen Firmen vertrauen, dürfen diese Art von Frachten ausliefern. Als Vergütung erhältst du und dann kriegst du halt hier 5% höhere Vergütung für das Ausliefern. Bei allerdings sind es 18%. Es steigert sich nach und nach bis auf 30% höhere Vergütung. Anstieg um 5%. Das ist so dieses Level-Design halt oder dieses Aufleveln. Finde ich jetzt eigentlich nicht so realistisch, weil du dir gewisse LKWs erst ab einem bestimmten Level kaufen kannst. Wenn wir jetzt auf die Realität gehen, wirst du bei einem Händler niemals gefragt, welches Level hast du jetzt erreicht oder was hast du für eine Erfahrung, sondern es geht einfach nur ums Cash, was du hast. Um mehr geht es nicht. So, wir hängen jetzt noch eine kurze Fahrt dran und hoffen, dass wir eine Städtetour kriegen. Dass man mal ein bisschen mehr zeigen kann. 55 Meter ist jetzt eigentlich zu wenig. 2 Kilometer. Mit einem Volvo. Machen wir. Und dann beenden wir auch erstmal hier den ersten Test. Und ich denke, in den nächsten 1, 2, 3 Tagen wird der nächste kommen. Ich werde den gleich hinten dran vielleicht aufnehmen schon. Weiß ich allerdings noch nicht. Weil ich noch ein paar andere Projekte habe, die ich jetzt auch noch starten wollte. Ich werde mir allerdings nicht zu viel vornehmen. Weil man kann es meist sowieso nicht einhalten. So, da hinten scheint die Ausfahrt zu sein. Wir haben auch ein Navi an Bord wieder. Ist allerdings, ich vergesse immer die Handbremse zu lösen. Man müsste einstellen können, Handbremse automatisch lösen und anziehen. Das wäre schon cool. So, dann schauen wir mal. Auch hier das sieht so ultra cool aus. Aber ich meine, so ungefähr würde das auf den Original-Map auf der Originalmap auch aussehen. Oder sind ja mittlerweile Maps. Es gibt ja mittlerweile, glaube ich, 5 DLCs oder so. 4, 5 DLCs dazu. Deshalb halt Maps und nicht Map. So, und wir schauen mal hier weiter. Auch hier wieder die Straße zugeparkt. Oh, ich lobe diese Map so sehr. Auch vor allen Dingen, weil noch kein einziger Fehler aufgetaucht ist.
Und wie gesagt, ich finde sie sehr, sehr detailreich. Es ist einfach nur cool gemacht. So, ich wiederhole mich jetzt auch tausendmal, fällt mir gerade selber aus. Hallo Zipit, schuldige dafür. Er weiß schon, was ich meine. Ich glaube, er weiß da, was ich meine. Hier zum Beispiel habe ich mich vorhin in der ersten, hier bin ich schon mal gefahren, da habe ich nicht so genau auf den Unfall geachtet, so genau aufs Navi geachtet und bin hier abgebogen. Und hier fährst du quasi ins Nirvana. Bin hinter der Straße, hinter dem Knick, sieht man das von hier ein bisschen, ist nichts mehr. Da würdest du einfach aus der Karte fallen. Ist klar, man kann nicht eine komplette Karte, das sind einfach nur, ich meine, ich habe es mal probiert, das sind einfach nur so breitere, zusammengesteckte Streifen. Ich weiß gerade nicht, wie ich es erklären soll, darum überspringe ich das jetzt einfach mal ganz dezent. Mein Kaffee ist auch gleich leer, wir sind bei 25 Minuten. Ich denke mal, das reicht für eine kleine Map-Präsentation. Man könnte hier noch so, so viel zeigen. Wir können das auch so machen, dass wir hinterher abstimmen. Oder dass ich einfach abstimmen lasse, welche Map wir über längere Zeit fahren. Wäre das hier schon mal einer meiner Top-Favoriten. Jetzt gucke ich mir gerade mal das Display über dem Lenkrad an. Also mit dem Tacho können wir das... Ach, daneben ist das, guck mal. Wir fahren jetzt 44 und da im Tacho selbst... Oh, falsch. Ploppt dann der Tempomat auf, den wir jetzt auf 50 einstellen. Ich zweifle, dass wir hier lange 80, ne, wir dürfen 50 fahren. Ich meine, er hat gerade 80 kurz gezeigt. Halten wir uns mal an 50. Und genau hier, das war die erste Ecke, die ich gesehen hatte, wo ich mir gedacht habe, wow, krass. Und genau da fahren wir jetzt nicht rein, sondern wir biegen hier ab. Immer schön aufs Heck achten. Ich habe jetzt noch nicht mal drauf geachtet, was wir geladen haben. Wir können mal eben nach dem Gewicht und so gucken. Keine Kurznachrichten vorhanden. Hä? Ach so, zu hoch gedrückt. So, wir haben drei Boote. Wir haben Boote, 3 Tonnen und ja, alles klar. So, gehen wir wieder raus. So, was wir jetzt? Ne, wir können die Spur lassen. Es ist es macht, wie gesagt, sie macht Spaß. Kann man nur empfehlen. Und ich habe jetzt nicht geguckt, wann wir los sind. Nochmal auf die Zeit zu achten. Naja, ist jetzt nicht ganz so wild. Sehe gerade, wir müssen wechseln. Boah, da kommt einer angeflogen. War wir auch gleich hier links ab. Ah doch, hier war ich vorhin. Hier bin ich, kam aus der anderen Richtung. Genau, deshalb bin ich nämlich in die Stadt gefahren. Wir fahren jetzt auf den Hof, wo ich dann auch schon runter bin. Und hier hat es eine ganz peinliche Situation gegeben. Also eine ganz blöde Situation. Die erkläre ich gleich, wenn wir über die Ampel gefahren sind oder über die Kreuzung sind. Wir können nochmal Licht anmachen. Sieht man das eigentlich hier auch? Ja, normalerweise siehst du irgendwo so ein Einstellrad oder irgendwie am Lenkrad einen Hebel, aber hier nicht. Aber das Blinken ist auch unnatürlich laut gerade wieder. So, ich hoffe, es ist in der Aufnahme auch so gut zu hören. Wenn wir jetzt hier links die Ampel... Warte, muss mal kurz nach vorne gucken, da kommt passend. Da ist er noch. Der ist da irgendwie vorgeknallt und der Stau dahinter, der wird immens sein, weil er fährt jetzt einfach nicht weiter da. Was man jetzt machen könnte, machen wir jetzt aber nicht, wäre hier zu speichern. Siehst du, die ist da vorgeknallt, also sie ist da vorgeknallt. Würde jetzt hier zu speichern, neu laden, das ist der Verkehr nämlich erstmal weg. Ich hoffe, wir kommen überhaupt in die Einfahrt rein. Weil ansonsten haben wir gleich ein tierisches Problem. Da müssen wir das nämlich machen. Aber es geht doch noch ein Stück weiter. Aber der verguckt euch an, wie der Verkehr sich staut. Das sind eigentlich nur LKWs und Busse hier. Also primär gesehen LKWs. Aber hier hinten ist wieder frei. Das ist für uns natürlich gut. So, und jetzt kommt nämlich das, was ich meinte. Das ist eine Sackgasse, da ist keine Einfahrt zu sehen. Ich hoffe, dass die Einfahrt jetzt hier an der Straße war. Ansonsten müssen wir einmal um den ganzen Pudding rum hier. Ne, da ist es. Ich glaube, das ist es. Ne, das ist richtig hier. Da vorne left kommt gleich eine Einfahrt. Ja, ist richtig. Dann bringen wir das Teil einmal hier weg. Und ab da beenden wir dann auch. Hatte ich, glaube ich, auch schon gesagt. Boah, man merkt es, ich habe so sehr lange Zeit nicht mehr wirklich alleine aufgenommen.
So, dann schauen wir mal hier, wo wir hin müssen. Boah, wie der hoppelt, ne? Das ist der Wahnsinn. Vor uns. Jetzt siehst du auf der Straße, die Map, also die Straße gibt es gar nicht. So, jetzt müssen wir natürlich hier suchen. Hätte ich jetzt, ich glaube hier hinten. Müssen wir mal schauen. Hätte ich jetzt das Blinkedings drin, würden wir es von hier aus schon sehen. Das baut sich jetzt hier auf. Müssen wir mal eben kurz gucken. Wir suchen Pylonen. Oh, das ist jetzt tatsächlich schwieriger, als ich dachte. Und ich glaube, die steht neben uns. Können wir hier rumfahren? Ja, können wir. Wird natürlich jetzt ein bisschen enge. Weiß auch nicht, ob wir in einem Rutsch hier rumkommen. Aber es sieht danach aus. Doch, wir schaffen das. Wir müssen jetzt zurück und gucken, ob irgendwo von der... Von unserem jetzigen Blickpunkt aus, ja doch, da geht links was ab. Ich glaube, ich weiß, wo wir hin müssen. Aber pst. Er hat natürlich jetzt Scheiße gebaut. Aber man sieht es auf dem Navi auch nicht wirklich. Weil theoretisch gesehen ist der ein Parkpunkt neben uns hier. Ist er aber nicht. Jetzt guckst du aufs Navi. Da. Oder ist der doch ein weiter? Ne, wir stehen noch davor. Das müsste dann... Ich habe keine Ahnung. Ich gestehe wirklich, ich habe keine Ahnung, wo das Ding ist. Es könnte jetzt hier überall sein. Also suchen wir mal ein bisschen. Jetzt, wie gesagt, mit dem Weißen wäre es einfacher. Wir fahren mal hier auf den Hof. Im Extremfall haben wir auch genug Platz zu wenden. Und wir fahren... Ich glaube, ich weiß, wo es ist. Es müsste hier links neben sein. Also hier jetzt in dieser Straße, Einfahrt, wie auch immer, da ist es. Problem bei den Pylonen ist, du siehst nie, wie rum du einparken musst. Ist natürlich jetzt vor den Hallen kein Problem, aber da weniger. Jetzt denke ich mal, da die Paletten da stehen. Muss ich erstmal gucken, wie ich das Ding hier rumkriege. Müssen wir einfach da rein. Also es ist nicht gerade, ups, leicht gestaltet. Nein, wir werden es nicht überspringen. Ich muss auch mal die Anfragen ausstellen. Aber ich meine, die hätte ich ausgeschaltet. Wie gesagt, ups, Gang ist nicht drin. Ich hoffe, man hört das Lenkrad nicht. Wenn doch, tut es mir leid, aber es lässt sich nicht ändern. Das Ding ist nun mal so laut. So, wir fahren uns gleich mal richtig in Position hier sozusagen. Wir hätten schon abkoppeln können, wow. So, jetzt versuchen wir natürlich halbwegs hier reinzukommen. Also halbwegs gerade. Wir übersteuern hier so ein bisschen. So, und jetzt gucken wir, wann es angeht. Oben, jetzt kannst du nur oben drauf achten. So, ist bereit. Dann warten wir eben noch die Punkte ab. So, das war's für diesen Test. Wir können uns nochmal eben die Map angucken. Genau, das Farbliche wollte ich mir auch noch anschauen. Weltkarte. Aber es ist halt nur der kleine Fleck, der hier sichtbar ist. Man kann hier nicht rauscrollen. Doch! Nee, es ist nur der eine Fleck hier. Ist aber jetzt auch nicht ganz so schlimm. Ich denke auch mal, ja, es gibt einen Fehler. Normal müsstest du das alles sehen können, weil so groß ist es nicht. Aber wir sehen schon mal ungefähr, was wir hier noch haben, was wir noch anfahren können. Könnten. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir die Map spielen. Wir haben schon 18% erkundet, also so groß ist sie nicht. Wir könnten hier mehr erkunden, aber ich weiß, wie gesagt, nicht, ob wir diese Map weiterspielen. Keine Ahnung, das liegt an euch. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Test.